B1.0. Die Parabel P verläuft durch die Punkte P-2,19 und Q4-5. Sie hat eine Gleichung der Form y ist gleich 0,5x² plus bx plus c mit g gleich r Kreuz r und bc Element r. Die Gerade g besitzt die Gleichung y ist gleich 0,5x minus 2 mit g gleich r Kreuz r. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. Zeigen Sie durch die Berechnung der Werte für b und c, dass die Parabel P die Gleichung y ist gleich 0,5x² minus 5x plus 7 besitzt. Zeichnen Sie die Parabel P und die Gerade g für x gleich Element im Intervall von 0 bis 10 in ein Koordinatensystem. Für die Zeichnung gilt Längeneinheit 1 cm, x-Richtung von 0 bis 10 und y von minus 6 bis 8. Wir sollen also zeigen, dass für b und c eine Gleichung y ist gleich 0,5x² minus 5x plus 7 herauskommt. Was haben wir alles gegeben? Wir haben den Punkt P mit minus 2,19, Q mit 4 minus 5 und zusätzlich hier noch eine Gleichung der Form 0,5x² plus bx plus c. Also Parabelgleichung aufstellen, das kann man über drei verschiedene Möglichkeiten machen. Zwei davon brauchen die Scheitelform, aber da wir keinen Scheitelpunkt haben, fallen diese zwei Möglichkeiten schon mal weg. Übrig bleibt die dritte Möglichkeit mit der allgemeinen Form. Hier haben wir auch schon einen guten Anfang, nämlich hier haben wir noch den Öffnungsfaktor a zusätzlich mitgegeben. Und jetzt heißt es einfach, wir setzen einmal den Punkt p in diese Parabelgleichung ein und einmal den Punkt q in diese Parabelgleichung ein. Denn wir wissen, jeder Punkt hat eine x- und eine y-Koordinate und das setzen wir einfach für x und y ein. Dadurch erhalten wir jetzt eine erste Gleichung mit y, y-Koordinate von Punkt p. Also 19 ist gleich 0,5 mal, jetzt kommt die x-Koordinate von Punkt P zum Quadrat plus b mal x-Koordinate von Punkt P plus c. Und die zweite Gleichung heißt, y-Koordinate von Punkt Q ist gleich 0,5 mal x-Koordinate von Q plus b mal x-Koordinate plus c. Jetzt gilt es, diese beiden Gleichungen nach der gleichen Variable aufzulösen. Es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten, je nachdem, was der Taschenrechner zulässt, ob mit Calc Intersection gearbeitet wird oder Tool System 2. Das ist vollkommen gleich. Ich wende jetzt mal das Gleichsetzungsverfahren an. Das bedeutet, ich löse beide Gleichungen nach C auf und setze dann diese Gleichungen gleich. Also, erstmal vereinfachen, 19 ist gleich, jetzt minus 2 zum Quadrat ist 4, 4 mal 0,5 sind 2. B mal minus 2 schreibe ich um zu minus 2b und dann habe ich noch ein plus c. Jetzt bringe ich alles außer das c auf die andere Seite, also minus 2 und plus 2b. Also folgt daraus, 19 minus 2 sind 17, plus 2b ist gleich c. Das gleiche mache ich jetzt mit der zweiten Gleichung. Erster Schritt vereinfachen. 4 Quadrat sind 16, 0,5 mal 16 sind 8, plus 4b und plus c. Wieder alles außer das c auf die linke Seite bringen mit minus 8 und minus 4b. Minus 5, minus 18, minus 13, minus 4b ist gleich c. So, jetzt haben wir einmal stehen, c ist gleich 17 plus 2b und einmal 13 minus 4b. Also folgen noch raus, 1 ist gleich 2. Und jetzt heißt einfach, 17 plus 2b ist gleich minus 13 minus 4b. Jetzt lösen wir das Ganze nach b auf. Ich bringe jetzt das b auf die rechte Seite, man kann auch alles auf links sammeln. Ich bringe es auf die linke Seite, man kann auch alles auf rechts sammeln, das ist vollkommen egal. Also plus 4b minus 17. 2b plus 4b sind 6b, die 17 bringe ich auf die andere Seite. Also minus 13 minus 17 sind minus 30. Jetzt teile ich durch die Zahl, die vor dem b steht, also geteilt durch 6. Und dann halte ich b ist gleich minus 5. So, jetzt muss ich einfach nur hergehen und dieses b einmal in Gleichung 1 oder Gleichung 2 einsetzen. Ich nehme jetzt hier die Gleichung 1 her. Die sagt, ich drehe es noch einmal um, also c ist gleich und jetzt 17 plus 2 mal b
b, b war minus 5, also 17 plus 2 mal minus 5, 2 mal minus 5 sind minus 10 und 17 minus 10 sind 7. Wir erhalten daraus also die Gleichung y ist gleich 0,5x² minus 5x plus 7 und das ist genau hier diese Gleichung, die rauskommen soll. Zweite Aufgabe noch hier drin ist, zeichnen Sie die Parabel p und die Gerade g in das Koordinatensystem ein. Also zeigen wir jetzt ein Koordinatensystem mit diesen Angaben. Das habe ich schon mal vorbereitet, weil das Zeichnen vom Koordinatensystem auf dem Tablet immer etwas komplizierter ist. So sieht es dann aus. Und jetzt muss man Parabel und Gerade einzeichnen. Wir fangen mit der Parabel an. Die hatte die Form y ist gleich 0,5x² minus 5x plus 7. Hier jetzt nicht zu viel Zeit verbrauchen. Hier soll jetzt tatsächlich der Taschenrechner mit der Tabellenfunktion verwendet werden, weil der einfach die schnellste Möglichkeit ist, Punkte einzutragen. Ansonsten müssen wir für jeden x-Wert einen Funktionswert berechnen und das dauert uns zu lang. Also rüber in den Taschenrechner. Bei y ist gleich die Funktionsgleichung eingeben, 0,5x² minus 5x plus 7. Dann auf Table gehen und jetzt hier die ganzen Punkte übertragen. Also 0,7 ist der erste, 1, 2,5 der zweite und so weiter und so fort. Also 0,7, dann 1, 2,5. Dann haben wir bei 2 minus 1. Bei 3 sind wir bei minus 3,5, bei 4 bei minus 5, 5 ist minus 5,5. So, und jetzt geht es nach oben. Man kann jetzt also hier so eine Art Spiegelachse reinlegen und im Prinzip immer die Punkte rüberspiegeln. Und 10 haben wir noch bei 7. So, und jetzt so genau wie möglich verbinden. Vielleicht hat man noch eine Parabelschablone zur Hand, die einem ein bisschen helfen kann. Ja, der letzte war jetzt nicht so schön. So, sieht doch ganz gut aus. So, man soll noch die Gerade einzeichnen. Die Gerade hatte die Gleichung, wo haben wir sie? Ja, gucke ich schnell nach oben. Die steht noch eins weiter oben hier. 0,5x minus 2, der hintere ist immer der y-Achsenabschnitt, also da, wo es die y-Achse schneidet, und das ist die Steigung, das heißt, wenn ich eine Stufe nach rechts, eine Längenheit nach rechts gehe, geht so viel nach oben oder unten, das Plus ist, geht so viel nach oben. Also haben wir einen y-Achsenabschnitt von minus 2, der liegt hier, 1 nach rechts, Steigung war 0,5, also geht es 0,5 nach oben. Und sieht die Gerade im Prinzip so aus. Man kann es auch nochmal in den Taschenrechner eingeben und ausrechnen, beziehungsweise die Punkte sich anzeigen lassen. Und hier jetzt einmal mit dem Geodreieck eine schöne Gerade durchziehen. Ja, damit haben wir die Aufgabe 1.1 erledigt.